Ei, gude wie, Hof Bergmann 1,5 im LS22 und ja, neuer Tag, neues Glück. Einmal vor zu April 2. So, Katzen füttern, dann ja, können wir hier schon wieder ein bisschen Kartons wegstapeln. Ich hab gestern, also April 01 noch ein Vorgewende bei der ersten Wiese gestriegelt und dort jetzt einen Helfer angesetzt. Dann kann das in aller Ruhe schon mal fertig gestriegelt werden und in der Zeit werde ich mir hier noch ein bisschen mit anderen Kram die Zeit totschlagen. So, zum einen gucken wir mal, hier können wir doch mal wieder locker floggig die Marmelade wegpacken und die nächste Produktion anwerfen. Bei der Butter, glaube ich, müssen wir auch nochmal nachlegen. Beim Fisch werden wir nachlegen müssen, beim Räucherfisch. Komm du mal her hier. Du mal da oben rein. Dann bist du aus der Fies. So, haben wir doch hier viel mehr Platz. Wunderbar. Ja, dann schauen wir mal, wie weit die Abfüllung ist. Wir hatten ja das Öl zur Abfüllanlage gebracht. Wenn die fertig sind, dann könnten wir ja da, wenn der Preis auch noch gut ist, das kommt ja natürlich noch hinzu, aber dann könnten wir schon mal schön das Öl wegbringen. Ansonsten haben wir ja noch Haarmilch fertig gemacht. Die werden wir auf jeden Fall abholen. Sollte kein guter Haarmilchpreis sein, dann stellen wir es wenigstens bei uns in die Kühlung. So, da. Und ja, dann gucken wir mal, was wir heute noch so alles finden, was noch so alles gemacht werden muss. Wir gucken mal gerade noch bei den Hühnern vorbei. Bei denen ist ja manchmal das Problem, dass hier ja genau, dass hier sehr viele Kisten dann schon da haben. Deswegen hier am besten mindestens einmal am Tag das beiseite stellen, damit wieder Platz für weitere Kisten ist. Die da auch noch und die dahinter, die wird ja gerade erst voll. Da ist ja noch nicht viel drin. So, machen wir sicherheitshalber Gurte drüber, dann fallen die ja nicht mehr runter. Futter und so weiter, das reicht, da müssen wir nichts machen. So, dann bräuchte ich den Lader mit Palettengabel. Wobei, jetzt wo wir gerade noch die Spieße vorne dran haben. Bei den Pferden hatte noch, also im Pferdestall hatte noch was Stroh gefehlt. Die Pferde sind zwar jetzt über Sommer wieder draußen, aber das würde ich gern noch auffüllen. Da können wir das gerade hier mit schön aufspießen. So. Eine auslagern und rein aus Interesse mal hier. Mal hier gucken, ist schon fast alles fertig gegoren. Also, das ist wahrscheinlich heute Abend alles durch. Ich kann nächsten Monat kann ich Silage verkaufen. Ja, Wahnsinn. Krass, krass. Ja, da kommt doch was Geld rein. Das heißt, mir reichen, ich meine, die Lager, die kosten nichts. Die kriegst du quasi geschenkt. Ich weiß nicht, die zwei großen Lager, die ich da jetzt hingestellt habe. Bei dem, ja gut, die Bodenbearbeitung, die hat ein bisschen Geld gekostet, aber das Lager an sich waren, glaube ich, 100 Euro. Eins, also 200 Euro für die zwei Stück. Da wird es jetzt auch nichts ausmachen, wenn wir da noch ein paar mehr hinstellen.
Aber im Moment, wobei ich auch erstaunt bin beim Kontostand, wie hoch der doch gegangen ist. So, jetzt müsste der Stall doch... Der ist voll und der war, glaube ich, schon voll. Ja. Ich war erstaunt beim Kontostand, wie schnell der doch hochgegangen ist jetzt durch den Hofladen eben. Absoluter Wahnsinn. Da können wir uns ja eigentlich, wenn wir jetzt noch ein paar Sachen verkaufen, bald die nächsten Anschaffungen machen. Also, ja, denn ich glaube, ohne Silage wird das mit der Kompostierung nichts. Aber was hatten die Apfelbaumplantage nochmal so gekostet? Das ist da. Die haben wir schon fast drin. Die haben wir schon fast drin im Preis. Ich meine, ja, ein bisschen was sollte auf dem Konto übrig bleiben. Denn es ist ja auch noch Kreditabzug. Es ist noch Kredit abzubezahlen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen Kram wirklich verkauft kriegen, wäre das schon fast eine Idee. Mit dem Wasser geben müssen wir noch gucken. Wir bräuchten da wohl, denke ich mal, am besten, also ich will nicht die ganze Zeit mit so einem Handkarren wie im Garten. Im Garten ist das okay, aber da oben sehe ich jetzt nicht so. Da würde ich mir dann doch lieber hier aus dem Agriculture Pack den Anhänger holen. Da gehen zwar nur 2000 Liter rein, das ist nicht wirklich viel. Gut, wir können uns aber natürlich ja einen großen Wasseranhänger dann dorthin fahren und füllen den dort immer auf. Das wäre ja kein Ding. Und den dann hier Bewässerung von Hand. Dann hat er hier hinten den Gartenschlauch und ja, wir haben quasi einen netten Helfer. Da könnten wir hier noch so ein Wasserblau nehmen oder sowas. Dann würde uns das 4000 würde uns das kosten. Naja gut, das ist überschaubar. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt ein bisschen mehr zusammen. 4 Euro kosten Kraftstoff? Kraftstoff? Ist der Helfer fertig? Nee. Keine Ahnung, wo der Kraftstoff jetzt herkam. Und mir fällt gerade ein, ich wollte doch bei der Butter vorbeigucken, ob die noch, ob wir da noch ein Fass Milch stehen haben, was wir da noch einballern müssen. So. Warte, ach so, Elektrostrom. Ich dachte gerade, was für ein Ladevorgang. Ich habe doch Palettengabel dran. Nee, das andere heißt ja auch befüllen. Befüllen starten, nicht laden. Nee, so wie das Fass hier steht, ist es schon leer. Dann ist schon alles am Butter durch. Ach ja. Kann man ja auch mal hier so ein bisschen schon mal Schigimigi machen. So. Käse läuft noch, also zumindest der Kuhkäse, Ziegenkäse, hat er gestoppt. Da brauchen wir erst wieder weitere Ziegenmilch. So, aber da können wir hier schon mal so ein klein bisschen Platz wieder machen. Ja. Merkt man, dass ich ein bisschen grobmotorisch bin? So. Aber es ist ja auch mit Maustastatur nicht immer so einfach. Ja, ich könnte mich auch mit dem Joystick bewegen, ich weiß.
Aber dann würde das ja wie gekonnt aussehen und das wäre ja langweilig. Kommt jetzt noch was an Käse oder so raus? Nee, das ist alles, was da ist. Dann sind wir ja mit Verladen auch gleich fertig. Wie viel ist das hier? Das sind 120 Liter. Also haben wir dann 7 mal 120 Liter schon hier drauf. Haben wir also wieder ordentlich von dem normalen Käse. Ziegenkäse sind 100 Liter, haben wir 300 Liter dann. Na ja, ist jetzt nicht mega viel, aber es ist ein bisschen was. Und unsere Ziegen vermehren sich ja, dann gibt es mehr Milch und demzufolge auch dann mehr Käse. Käse. So. Gut, das haben wir. Im Garten denke ich mal, naja gut, die Äpfel könnte man noch pflücken. Aber ach, das kann ich auch nachher noch machen. Das kann ich nachher noch machen. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen den Lader spazieren. So. Stellen wir den mal gerade hier hin. Nehmen wir uns unseren Bulldog. Obwohl, ist nur da drinnen dunkel. Hier draußen brauchen wir kein Licht. So, Anhängerchen. Ach, und der Räucherfisch. Da ist die erste Ladung, glaube ich, durch. Da müssen wir die nächste machen. So, stellen wir das mal hier hin, klappen auf. Fiel mir nämlich gerade so ein, weil ich ja hier das, hier habe ich ja mein Holzhack hingekippt, was ich für den Räucherfisch nehme. Da auch Andi hat eine Sackabfüllung angekündigt als letzte Mod wohl für den 22er. Wenn wir da zum Beispiel dann auch selber hier Hackschnitzelsäcke machen können. Ich weiß es nicht, ob das da tatsächlich geht, aber wenn, wäre ja mega cool. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Hier sind wir daheim. So. Dü-dü-dü. So kann man immer zwei Kisten quasi gleichzeitig befüllen. Beziehungsweise, wenn man schnell genug ist, auch mehrere, ohne dass man jedes Mal auf Befüllen klicken muss. Einfach eine drüber halten. Solange die unten noch nicht voll ist, wird die ja weiter befüllt. Ah, jetzt hat's gestoppt gehabt. So, ich halte die nochmal drüber. Okay, unten ist ein Fisch entstanden, also ist die voll. Ah, diesmal geht's auch nicht. Wie gesagt, nur muss schnell genug sein. Das heißt diesmal auch nicht mehr. Wir haben ja auch gleich Palette zusammen. So, Befüllung starten. Wir halten hier schön drüber. Da. Lager leer, Kiste voll. Nee, der da, genau.
So, Schubkarre nehmen. Da müssen wir halt gucken, die leert weiter auf dem Boden aus. Wenn da drinne voll ist, dann muss man halt den Rest eben mit der Schippe wieder schnell aufheben. Aber das ist ja kein Problem, das geht ja bei die Schubkarre auch ganz schnell. So, dann nehmen wir noch Fisch. Fischi, Fischi, Fisch, Fisch. Zumachen. Machen den Ofen an. Okay, Feuer ist an, dann kann unten auch zu. Und fertig ist der Bums, dann kann der wieder einen Tag lang laufen. Und ja, wenn die Schubkarre leer, fahre ich sie hier ran, Schipp wieder voll. So funktioniert das bei mir momentan. Mit dem Kram. Ja, warum stellst du dich da so quer? Ah, das ist wegen dem Gewicht wahrscheinlich, ja? Da hebt der vorne kurz an. Also nicht die Gabel. Oh, so weit will ich nicht zurück. Nein, 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 nein. So, ich wollte, dass die da vorne dran steht. Ja, doch, das geht. So. Ach. Da ist noch die Beleuchtung an. Welche ist denn das? Die da. Die machen wir mal noch aus. Bordwände auch zu. So, dann fahren wir zur Haarmilch. Hahaha. Wenn wir dann dort sind, die Haarmilch verladen haben, dann gucken wir mal in die Preisübersicht. Dann können wir ja dort auch die anderen Sachen durchgucken. Ich hatte den Vortag schon mal geguckt. Da war, ja, es war kein Bestpreis für verpacktes Pflanzenöl, aber es war immer noch ein sehr, sehr guter Preis. Deswegen schauen wir mal, wie das dann aussieht. Und komm, wir nehmen die Abkürzung. Dann wird auch der Lader auf dem Anhänger mal so richtig durchgeschüttelt. Und ja, das hier wird frühestens was beim Silage verkaufen. Aber wie gesagt, die Apfelplantage, das könnte jetzt ja vorher schon was werden. Dann könnte ich nämlich hier bis zur nächsten Aufnahmesession, das ist heute vermutlich das letzte Video, was ich heute aufnehme. Ich so auf die Uhr gucke, wir haben jetzt 7:45. Das reicht dann für heute. Und ja, dann könnte ich bis zur nächsten Aufnahmesession gucken, dass ich noch fertig die beiden Wiesen gestriegelt kriege. Also die eine macht ja jetzt gerade eh der Helfer. Da muss ich dann wahrscheinlich nur ein bisschen ausbessern noch oder so. Die andere werde ich wohl selber striegeln, einfach um da ein bisschen Geld einzusparen. Der Helfer, der hält ja auch immer ordentlich die Hand auf. Ja, dann, falls wir oder falls ich mir vorher die Apfelplantage leisten kann, wäre dann natürlich noch die Idee, da schon mal die ganzen Apfelbäume zu wässern. Ah, der hüpft einfach über die Deichsel. Ha, was ein cooler Typ. So. Dann hier wieder zusammenklappen. Bordwände auf. Oh, oh, oh. Hier schon die Gabel auf dem Boden. Ja. Sah mir gerade noch gar nicht so tief aus. Ist er aber schon.
Oh, das ist aber auch interessant, Liter. 576. Sonst hat man ja immer mal so 100, 500, 1000. Aber so, ja. Ich meine, es ist eine gerade Zahl, aber ja, halt nicht mit Nullen hinten. Ich wusste, dass hier die Haarmilch-Abfüllung oder Produktion oder wie auch immer ist. Man muss tatsächlich, die ist ja auch schon lange auf der Map, aber ich habe sie noch nie benutzt gehabt. Hatte Milch immer selber verwertet oder als Milch dann verkauft. So. Der Lader muss jetzt halt hier vorübergehend erstmal stehen bleiben. Dann machen wir hier einen Schattenparker. Der passt jetzt natürlich nicht mehr auf den Anhänger drauf. So, aber wir haben die Milch geladen und wir gucken mal. Lalalala, wo haben wir es denn? Haarmilch. Am Dorfladen. Oh, der Dorfladen hat so früh aber noch gar nicht auf. Also es ist jetzt nicht der Bestpreis und der Dorfladen hat noch nicht auf. Zwei Probleme, die wir da gerade haben. So, und wie sieht's denn aus mit dem Pflanzenöl? Das muss zur Bäckerei. Die hat, glaube ich, schon offen. Und hier, ja, also ich meine, Toppreis 10.008, wir sind jetzt bei 9.233, es ist schon ein gutes Stück weniger. Und ja, es macht 3.000 Euro aus, aber komm, das Geld, das haben wir. Das Geld, das haben wir einfach. Warum jetzt also warten, bis der Toppreis ist? Dann laden wir das gerade zur Milch dazu. Ich weiß jetzt nicht mehr, der Hofladen, ich glaube, der macht um 10 auf. Um 9 Uhr oder um 10 Uhr? Ich meine fast, es wäre um 10. Dann könnten wir die Haarmilch vielleicht eher am Hof einlagern und warten, bis da der Preis besser wird und verkaufen hier tatsächlich nur an der Bäckerei das Öl. Ich muss nur mal gucken, ob die Bäckerei nicht auch Haarmilch nimmt, weil sonst müsste ich ja das Ganze sehr vorsichtig reinfahren. Oder wir müssen die Haarmilch, wir verkaufen die dort mit. Wenn der Preis nicht so viel schlechter ist, könnte man das ja auch noch überlegen, dann hätte man halt alles auf einen Schlag weg. Dann wäre Ruhe. So, stellen wir uns dann Neve hier. Bordwändchen wieder auf. Lass mal gerade gucken. Wo war sie denn? Die Haarmilch da. Alle Stellen. Nee, Supermarkt. Und das wäre schon deutlich niedriger. Supermarkt oder halt am Dorfladen. Nee, aber das heißt, wir können quasi Vollgas beim Bäcker dann den Anhänger reinschieben. Die Milch nimmt er nicht. Die rührt er nicht an. Das sieht aber schön aus, was Andi hier gemacht hat. Der die Paletten mal an. Ja, die Flaschen, die drin sind. Die könnten noch so die Originalflaschen sein. Ja, guck mal hier, ist Sonnenblumenöl. Ist eine Sonnenblume drauf. Wir haben aus Soja Sonnenblumenöl gemacht. So, naja, die Flaschen sehen ganz gut aus. Dann mit diesen Holzkisten drumherum und so, doch. Hat auf jeden Fall was. So. Ja. Da kommen ja noch welche raus. Ich dachte, es wären nur die drei.
Oh la la. Wie viele Paletten haben wir denn hier produziert? Kriege ich das denn überhaupt dann alles auf den Anhänger? Also 4 Paletten, ja, die kriegen wir. Aber wenn da jetzt noch eine 5. kommt, dann haben wir so ein bisschen Platzproblem. Dann müssten wir noch eine irgendwie in zweiter Reihe. Oder sogar mehrere, je nachdem, was da noch alles rauskommt. Aber nee, scheinen 4 zu sein. Ah gut, dann haben wir ja, dann haben wir Glück gehabt. Ich meine, 5 wäre auch schön gewesen, wäre mehr Geld. Aber nee, das kommt ja auch so weit hin. Hier, das sind 1000 Liter, das heißt, wir haben 4000 Liter rausgeholt. Wir hatten 2 IBCs hingebracht, sind auch 4000 Liter. Ja, das kommt ja hin. Wäre mehr rausgekommen, wäre ja seltsam, wenn sich das vermehrt. Wäre ein bisschen weniger rausgekommen, so nach dem Motto, ja, ein bisschen was wird ja verkleckert oder so. Wir hätten jetzt aus 4000 Liter nur 3995 Liter gekriegt oder so. 5 Liter, die in der Anlage, in der Abfüllanlage kleben und bei der Reinigung dann im Abfluss landen. Oder die irgendwo daneben getropft sind oder so. Das wäre ja noch sowas, wo man sagen könnte, ja, oh, das passiert. Gehört dazu. Aber nee, hier sind wir verlustfrei. Gut, gut. Dann stellen wir das Dingelje hier mal wieder weg. Da, da, da. Da, da, da. So. So rum. So geht die Bordwand drauf. Gut. Dann Abi Dabi zum Begehr. Auch noch alles zu. Wobei alles? Nee, hier. Doch, der Viehhändler sogar auch noch. Aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der Viehhändler macht aber ein bisschen früher auf als die anderen, oder? Irgend sowas war doch. Also die Öffnungszeiten, muss ich sagen, die habe ich irgendwie. Die habe ich noch gar nicht so wirklich richtig im Kopf. Ich finde auch tatsächlich, also es ist eine witzige Idee mit Öffnungszeiten und so weiter. Aber ich finde halt auch, das bremst einen teilweise ganz schön übel aus. Weil wenn wir jetzt natürlich überlegen, ich habe 2 Tage pro Monat, du musst bremsen, ich habe 2 Tage pro Monat die Spiele, also ein Spieltag sind quasi, wenn wir im Monat ausgehen von 30 Tagen, ist ein Spieltag 15 Tage. Und dann kriegst du von diesen 15 Tagen eben auch noch so viele Tage weggenommen wegen der Öffnungszeit. Das wäre jetzt was anderes, wenn ich mit 30 Tagen pro Monat wirklich spielen würde. Dass halt wirklich ein Ingame-Tag ein echter Tag ist. Aber so ist die Idee zwar schön, aber ich finde es nicht ganz so passend zum Spiel. Ich weiß, ich habe damals im 13er in meiner Map auch Öffnungszeiten eingebaut, ja. Aber man ändert ja auch die ein oder andere Meinung mal, wenn man ein bisschen länger spielt. Und bei den Öffnungszeiten sehe ich es inzwischen halt irgendwie doch so, dass ich es eher störend finde. So. Oh, wie das Geld hochrattert. Oh, 90.900. Geilo, geilo. Warum ist eigentlich hier das Tor noch offen? Ah, ich hatte das
Nach dem Brauereifährt hat es offen gelassen, falls wir noch Leergut wieder zurückbringen. Was ja nicht war, da der Kasten bzw. auch die Palette sich komplett verkaufen und man muss sich dann neues Leergut wieder einkaufen. Ja, stimmt, da hatte ich offen gelassen. Na gut, jetzt ist das Tor zu. So. Dann. Oh, jetzt habe ich aber. Hahaha. Jetzt muss ich quasi gucken, dass ich den Anhänger hier nach Möglichkeit rückwärts reingefahren krieg ins Kühlhaus, um die Paletten da reinzulagern, weil ich habe kein Lader hier. Also ich hätte zwar den Frontlader, mit dem ich ja auch die Ballen verladen habe und so, der wäre da, aber keine Palettengabel, denn die ist an dem anderen Lader. Also vielleicht sollte man sich mal noch überlegen, irgendwann mal noch eine zweite Palettengabel zu holen, falls sowas ist, dass man einfach noch eine auf Ersatz da hat. Weil, nee, das passt doch nicht durchs Tor durch. Ich komme hier mit dem Anhänger nicht rein, ne? Oder doch? Oder, oh, aber viel Platz ist da nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passt. Oh, das ist aber sehr, 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 sehr knapp. Was haben wir noch hier drin? Drei Kisten Bier und eine Kiste Butter. Ja, die kann ich dann am nächsten Tag quasi schon wieder rausholen. Wir hatten ja nur drei Kartons Butter jetzt hergestellt. Dann kann da noch eine vierte Kiste dazu. Komm, wo hängst du? Wo hängst du? Sag nicht, der Absatz hier ist zu groß für dein Rädchen. Bist auch rückwärts da reingekommen. Boah, jetzt geht's. Keine Ahnung, was das jetzt war. So, hab ich sonst noch was? Oh, ich hab noch was, was ich auch noch verkaufen kann. Wenn der Preis gut ist. Ich hatte doch Kaninchen weggebracht. Ich müsste Kaninchenfleisch haben. Erstens, Makai hat um die Zeit auch noch nicht auf. Zweitens ist da der Preis doch auch sehr niedrig. Über 1000 Euro unter Optimalpreis. Nee, also das werde ich doch dann auch nur einlagern. Das verkaufen wir noch nicht. Nee, 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 das verkaufen wir noch nicht. Aber lass mal in der Produktion gucken. Ist das komplett alles draußen? Ja, das hier können wir deaktivieren. Der ist durch. Käse ist inzwischen auch durch. Okay, Marmeladenkocher läuft noch. Kaninchenfleisch. Ah, 999 Liter in der Dings drin. Dann ist die Frage, wir springen mal gerade hier hin. Ist da jetzt eine Palette, zwei Paletten? Nee, ist es gar keine Palette draußen. Dann sind das immer 1000 Liter Paletten. Und da es ja hier nur 999 sind, hat er sie noch nicht gespawnt. Also gibt es nichts zum Einlagern und auch nichts zum Verkaufen. Okidoki. Wissen wir Bescheid. So, was haben wir denn sonst noch hier irgendwie? Die Buddha-Trommel. Ja, gut, die ist von alleine ausgegangen. Ja, sonst haben wir hier quasi nichts mehr. Gut, dann gehen wir gerade noch hin. Da oben waren wir. Dann gehen wir gerade noch hin und holen uns hier mit Bewässern von Hand in einem Wasserblau. Vielleicht ein paar Chromfelgen. Ah, nee, 2000 Euro für Chromfelgen.
Wenn ich sie blau mache, ist umsonst, aber. Wenn ich sie schwarz mache, ist, ja, dann machen wir sie, dann machen wir die schwarz. Und hier haben wir natürlich kein Händlerkennzeichen. Ich mache mal ein schwarzes. Ja, obwohl, wir nutzen das ja landwirtschaftlich. Wir haben ein grünes Kennzeichen. So, der. So, zack. Das kaufen wir schon nochmal. Und dann gehen wir noch hier hin und holen uns die Apfelplantage. Da werde ich auch, das möchte ich jetzt direkt schon mal sagen, da werde ich nicht jeden Tag Äpfel pflücken. Definitiv nicht. Aber dass ich das dann, ja, mal gucken, so einmal, vielleicht zweimal im Jahr dort Äpfel pflücken. Und aus den Äpfeln von der Apfelplantage möchte ich aber die komplett nur für Apfelsaft oder Apfelwein verwerten. Also da werden keine Kaninchen von gefüttert, da wird nichts im Hofladen von verkauft. Das ist nur rein, das sind reine Getränkeäpfel. So. So sagen wir das. Getränkeäpfel, das hört sich gut an. Gut, dann würde ich sagen, für heute war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt mir gesund und ciao, ciao.